haben was ganz Besonderes erlebt. Wir haben die Fotolocation The Hunter in Karlsruhe angeschaut. Übrigens habe ich auch 14 mm dabei. Das ist ein bisschen so weit. Wir klicken an Oh Gott. Das ist geil. Ja. Was gibt's noch außer Kleidung hier vorne? Krawatten. Mega. 80er Jahre Schlüpf. The Hunter ist nämlich nicht nur eine Fotolocation, sondern auch ein Secondhand-Vintage-Store von der lieben Anna. Und die hat uns alles ganz schön gezeigt. Ihr könnt jede Menge tolle Klamotten entdecken, aber auch eine ganz tolle große Halle mit wunderschönen alten Möbeln, die ihr dann mit euren Fotos in Szene setzen könnt. Und genau das haben wir mit der Anna als Model ausprobiert. Sie hat sich da bereit erklärt und dann haben wir auch direkt losgelegt. Also ich würde auf jeden Fall noch so ein paar normale am Anfang machen, vielleicht an der Theke. Da kannst du auf jeden Fall brauchen irgendwann mal. Ja, okay. Ja, losgelegt haben wir dann vorne im Laden bei der Theke und haben uns dann nach und nach von vorne nach hinten durch das ganze Gebäude durchfotografiert. Die verschiedenen Locations einfach hier mal auszuprobieren und zu fotografieren. Übrigens habe ich auch 14 mm dabei. Das ist ein bisschen so weit. Wir klicken an Cute, oder? Das könnte doch passen. Gerade so wie der Spiegel. Mhm. Yes, yes. Ja, die Anna und ihre Hündin Hope haben natürlich auch noch zusammen gepostet und man sieht auch auf den Bildern ganz, ganz schön, was für eine wunderschöne Verbindung die zwei haben und wie gut die sich verstehen. Und da konnten wir natürlich nicht widerstehen, da auch noch ein paar gemeinsame Fotos aufzunehmen und die sind richtig süß und richtig goldig geworden. Ja, das war natürlich mit der Hope ein bisschen schwierig, weil sie sich viel bewegt hat. Wir hatten aber den Fokus, also den Augenfokus auf der Anna, damit wir da auf jeden Fall sicher sind. Und durch das weitwinklige Objektiv und ein bisschen eine höhere Blendenzahl haben wir noch relativ viel Schärfe im Bild und konnten trotzdem beide einigermaßen scharf abbilden. Wir sind jetzt gerade im Store vorne von The Hunter, also wo ist die ganze Secondhand-Kleidung. Und was gibt es noch außer Kleidung hier vorne? Auch Möbel, aber nicht so viel wie hinten. Okay, und hier zum Beispiel Mützen und eine Perücke. Achso, ja, genau. Taschen, Sonnenbrillen, Schuhe, Krawatten. Mega. 80er Jahre Schlüpf. Und hier, ja, jetzt versuchen wir hier mal, gucken uns hier mal die ganz verschiedenen Locations an. Witzig, dass ihr einfach eine Perücke habt. Ja, hier beim Posing haben wir darauf geachtet, dass die Schultern von der Anna nicht genau gleich hoch sind und auch bei den Händen, wenn die Hände in den Hosentaschen sind, dass die Handgelenke nicht zu krass nach außen stehen, sondern dass die eben noch in der Nähe vom Körper sind, weil es sonst eine relativ unnatürliche Pose ist. Und auch hier natürlich wieder mit dem natürlichen Fensterlicht gearbeitet, dass sie da relativ in der Nähe sitzt und auch von der Körperhaltung eher in Richtung Fensterlicht unterwegs ist. Und das kann man eben auch auf den Bildern, finde ich, ganz gut erkennen. Ja, so hier kann man jetzt eindeutig sehen, was einfach die Location alles hergibt. Also die Anna hat jede Menge bunte Schränke und auch ganz viele, wie nennt man das, Set-Pieces, die man auch wunderschön in Szene setzen kann. Und das haben wir eben hier bei diesem Mini-Fotoshooting dann vor dem Schrank auch ausprobiert. Und sie hat ja diesen coolen Pink Panther. Sie hat natürlich auch noch pinke Haare und der Schrank ist pink. Ich meine, wer kann da widerstehen? Ich auf jeden Fall nicht. Und dann hat die Hope natürlich auch noch direkt mitgepostet und dann kamen diese wunderschönen Bilder raus. Und jetzt sieht man auch gleich folgend den Unterschied zwischen dem 28-70 mm Objektiv und dem Weitwinkelobjektiv. Und ich finde auch beide haben ihren Charme und ihren Reiz, wenn man die im Vergleich anguckt. Ja, weiter geht's zur nächsten Location. Wir sind immer noch übrigens vorne im Laden unterwegs und da ist im zweiten Raum vom Laden so eine wunderschöne Ankleidekabine und die haben wir natürlich auch in Szene gesetzt mit Anna und Hope und einfach durch das 14 mm können wir halt auch wirklich viel von dem Laden selber beziehungsweise von den Räumlichkeiten selber zeigen und geben dem Ganzen so einen filmischen Look, wie ich finde, und auch irgendwie so einen 70er, 80er Jahre Fotolook.
Und ja, ihr seht natürlich auch, die Klamotten unterstützen den Look natürlich auch noch. Die könnt ihr da auch alle kaufen. Schamlose Werbung. Und dann haben wir natürlich noch diese wunderschönen Spiegel. Da gibt es nämlich eine ganze Wand voller Spiegel in Szene gesetzt und hatten dann spontan die Idee, dass wir sie aus verschiedenen Winkeln fotografieren und dann in jeden Spiegel einmal die Anna einbauen. Und ich finde, es hat funktioniert. Man erkennt, was wir vorhatten. So, Anna, wo sind wir denn jetzt hier und was ist hier hinten dran versteckt? So, wir sind jetzt hier hinten in dem wunderschönen Möbellager und da zeige ich euch jetzt gleich mal ein paar Schätze. Ja, und da gibt es ganz viele Schätze in Möbelform und natürlich auch in Locationform. Und da sammeln wir jetzt ganz gute Bilder von unserem wunderschönen Model, weil sie hat nicht nur einen Laden und ist selbstständig, sondern sieht auch noch perfekt aus. So, jetzt sind wir in der Möbelhalle, sag ich mal so. Und gestartet haben wir wieder mal, wie ich könnte ich anders, beim Fensterlicht und haben das natürlich wieder passend in Szene gesetzt. Und ihr könnt es schon sehen, es gibt alte Telefone, es gibt alte Schreibmaschinen, es gibt alte Bilder, es gibt noch nicht alte Pflanzen, die leben noch, aber jede Menge tolle Sachen zu entdecken oder auch die Glasflasche da, der Schreibtisch. Es macht einfach Spaß, in so einer belebten und umfangreichen Location Fotos zu machen. Und man entdeckt halt auch aus jedem Winkel, aus dem man Fotos macht, einfach neue Perspektiven, die wieder ein komplett anderes Bild ergeben. Und dann in Kombination mit dem 14mm und dem 28-70 kann man so verschiedenartige Fotos machen. Ihr merkt, ich bin begeistert von dieser Location, also schaut sie euch unbedingt mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Und hier sehen wir auch ein Foto von dem gelben Sofa mit dem 14mm Objektiv. Ja, was muss ich dazu sagen? Sieht einfach cool aus. So, wir sind jetzt wieder in dem schönen Raum, in dem wir schon waren, in dem wir das Hunter-Event fotografiert haben. Und jetzt haben wir die Anna hier nochmal und testen übrigens nochmal mit dem 14mm Objektiv. Übrigens, an der Stelle haben wir schon mal ein Video gemacht zum 14mm als Porträtobjektiv und das könnt ihr euch hier in der Infocard noch angucken. Aber erst, wenn ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Okay, let's go. So, last but not least kommt dieser wunderschöne Raum ganz am Ende des Möbellagers und da ist eine riesengroße Fensterfront, die wir natürlich auch für jegliche Fotos benutzt haben. Und durch dieses riesige Fensterlicht haben wir halt ein sehr, sehr weiches Licht auf der Haut, super schön, aber auch gerichtet. Damit haben wir auch schöne Schatten im Gesicht und damit kann man natürlich wunderbar arbeiten und wunderschöne Fotos schießen. Ebenfalls ist natürlich die ganze Szenerie und die ganzen Objekte, die ihr da findet, sehr, sehr passend für die ganzen Möbel und den Einsatz. Also wir konnten alles gut kombinieren. Und hier haben wir noch mal ein bisschen mit dem Posing variiert, wie ihr sehen könnt. Und haben dann auch mal so ab und zu mal ein bisschen so steife Posen ausprobiert, um einfach einen, wie nennt man das, so einen quirky Look zu kriegen. Und ja, dann haben wir natürlich die Anna auch einfach mal auf den Fenstersims gesetzt, weil die Gute macht ja auch alles mit. Und Gegenlichtfotos gemacht und auch die haben ihren Charme. Und deshalb würde ich sagen, wir lehnen uns jetzt einfach gemütlich zurück und genießen diese wunderschönen Fotos von diesem einen Raum. Überlegt mal, das ist nur ein Raum und wie viele verschiedene Bilder man da machen kann. Unglaublich. Und ja, wenn ihr noch mehr aus dem Raum sehen wollt, waren wir übrigens auch mal bei der Hunter und haben einen Fotoshooting-Tag gemacht mit verschiedenen Models vor Ort. Und da könnt ihr auch nochmal die Szene im Einsatz sehen. Das verlinken wir euch hier auch zum Anschauen. Aber schaut euch bitte erst dieses Video an. Ja, übrigens, was mir noch eingefallen ist, die Anna dekoriert auch den Laden und das Möbellager immer wieder rum. Das heißt, es gibt jetzt immer mal wieder was Neues zu entdecken. Hinten im Möbellager gibt es jetzt eine Wand, die ist rosa-weiß kariert gestrichen und gibt natürlich auch einiges her. Ich werde es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, da nochmal Fotos zu machen. Und wie ihr seht, haben wir dann auch nochmal das Outfit gewechselt. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Bauchmuskeln zeigen wollt, braucht ihr auch seitliches Licht. Das sieht man dann viel besser. Und damit würde ich sagen, schaut euch diese wunderschönen Bilder an. Auch diese wunderschönen Wangenknochen. Ich bin schon wieder komplett begeistert. Die Anna ist ein sehr tolles Model. An der Stelle vielen Dank nochmal. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich aus dem Off und wir genießen noch ein bisschen. We'll be right back.
So, wir sind jetzt fertig mit unserem Fotoshooting. Du hast das wunderbar gemacht. Dankeschön. Und deine Location ist auch der Hammer. Wie kann man das denn machen, wenn man jetzt sagt, ich wurde überzeugt, ich möchte die Location als Fotograf oder Fotografin auch buchen? Das ist super einfach. Am besten einfach an mich eine Nachricht schicken und dann, je nachdem, was die Anforderungen sind, können wir schauen, wie und was passt. An welchen Tagen kann man denn hier fotografieren? Also das ist auch sehr variabel. Optimalerweise ist natürlich dann, wenn der Laden nicht offen ist, aber es ist natürlich auch möglich, wenn der Laden offen hat, also zum Beispiel an einem Samstag oder so, das ist gar kein Problem. Man kann hier auch immer alles umbauen und die Möbel mit in Szene setzen oder halt auch nicht, je nachdem, wie man das möchte. Also nutzt die Gelegenheit und fotografiert eure Models in dieser wunderschönen Location. Und wir sagen vielen Dank, liebe Anna. Das hast du natürlich exquisit gemacht. Das war sehr schön und ich liebe jedes Bild. Und guckt euch unbedingt das Video mit den 14 mm Porträts an. Das hat nämlich noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und wir lieben das voll. Okay, gut. Lieben wir. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bis dann.